zwar. Hast du dann von vorne mal angeguckt? Nein! Mein Name ist Michael Hesse, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Alfdorf. Um 17.20 Uhr sind alle vier Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr Alfdorf und die Löscheinheit aus Duisdorf mit ihrer Drehleiter die Raiffeisenstraße nach Unterstieg alarmiert worden. Dort brannte eine Lagerhalle in Brand geraten. Bereits bei Eintreffen der Feuerwehr stand die ersten zwei Gebäudeteile im Vollbrand. Wir haben daraufhin dann sofort den Löschangriff von draußen und über die Drehleiter gestartet. Wie viele Einsatzkräfte waren insgesamt eingesetzt? Insgesamt ca. 120 Einsatzkräfte aus Alfter, aus Bonn-Duisdorf sowie die Messeinheit aus dem Rhein-Sieg-Kreis und der Verpflegerdienst sind hier im Einsatz gewesen. Gab es irgendwelche besonderen Vorkommnisse während des Einsatzes, Verletzte oder? Also verletzt wurde erstmal niemand, es war auch zu keiner Zeit ein Menschenleben in Gefahr. Jedoch befand sich noch ein Hund im Inneren des Gebäudes. Ein Nachbar hat wohl die Tür eingetreten und hat dann den Hund aus den Lagerräumen retten können. Und lässt sich abschätzen, wie lange der Einsatz insgesamt dauern wird? Also der Einsatz, wie wir ihn jetzt im Hintergrund sehen, wird noch circa so 1,5 bis 2 Stunden dauern. Wir sind jetzt aktuell dabei, mit einem Bagger die da drin befindlichen Gegenstände rauszuziehen und mit Hilfe einer Wärmebildkamera die letzten Blutnester noch abzulöschen.